Hallo und herzlich willkommen zur Folge 60 hier bei Transport Fever, meine lieben Freunde. Ja, wir haben ja schon einiges geschafft. Wir haben schon einige Städte hier an den Verkehr angeschlossen. Wir sind natürlich noch nicht fertig. Und zwar ist unsere heutige Stadt, wo wir den Nahverkehr machen, Barkstein. Und das ist, so wie ich sehe, erstmal die letzte Stadt, die wir mit Nahverkehr ausstatten. Oh, der letzte Ort. Vorerst. Ist Barkstein. Also die letzte. Den letzten Nahverkehr vorerst. Barkstein schaut auch schon etwas größer aus. Deswegen müssen wir hier ganz genau darauf achten, wie wir das Ganze angehen. Und ich würde sagen, wir machen hier am besten mal so einen kleinen Busbahnhof hin. Und hier einen großen Busbahnhof. Und hier stehen Züge. Warum? Hat er hier auch ein Ausfahrtssignal? Nee. Was ist das für eine? Ich glaube, das Signal steht falsch, das müsste dahin. Oder? Nee, gar nicht. Er muss dort hinten halten. Das ist der Fehler. Nee, der muss umdrehen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist unser Schnellzug hier. Der hat noch 0 Passagiere. Die wollen dort anscheinend alle nicht hin. Wollen da anscheinend alle nicht hin. Oder unser überregionaler Zug. Ja, die machen alle nicht so wirklich Plus. Der wartet noch ein bisschen, bis er kann. Schaut bestimmt schön aus jetzt, wenn der Zug ja so vorbeiballert. Wunderhübsch. Sehr schön. Der wartet auf freie Wege. Wir lassen ihn warten. Ich weiß auch, glaube ich, warum. Wir haben jetzt keine Wegsignale gesetzt. Zack, zack. Leute, ist der Weg ja noch drunter. Ja, das ist etwas kleines Easter Egg. Mal sehen, wer es in den nächsten 60 Folgen noch weiß, dass dort ein kleiner Weg drunter ist. Vielleicht wird er auch irgendwann zu einer richtigen Straße. So ein kleines soziales Experiment ist das dann. Also haben wir jetzt hier irgendwo eine Weiche drin überhaupt? Nee, das ist das Problem. Steigung so groß. So ist sie nicht so groß. Dann muss der ja warten. Und jetzt kann er nämlich hier oben auch fahren. Genau. Los. Siebenunddreißig warten da jetzt schon. Mit wie viel fährt der jetzt gerade los? Mit 30. Okay. Das läuft dann ja schon mal an.
Der hier. Der fährt mit Vieren. Okay. Der kommt mit 18. Express steht erst einer. Eieiei. Der Express wird noch nicht so angenommen, ne? Da ist auch erst ein Passagier drin. Weil die Städte eben noch nicht so publik sind, sage ich jetzt mal. Hier fährt ja auch der Express durch. Der hat auch 31 Leute, weil die Schwanenmühle auch noch nicht so bekannt ist. Da wollen eben nicht so viele hin. Da lang auch, glaube ich, erstmal die Regionalexpressen, die rüberzuckern. Wir gucken einfach mal in den Kontostand und er macht immer noch 8 Millionen pro Jahr und es steigt und es steigt. Zu langsam möchte ich mich ja doch schon an den Güterverkehr ansetzen und da möchte ich die zwei einfachsten Routen machen. Und als erstes mache ich die einfachste Route und das ist Brot. Brot bzw. Lebensmittel, die wir von den Feldern holen. Und da muss ich erstmal gucken, wo sind hier Felder? Hier sind Felder. Hier ist ein Feld, da ist ein Feld. Da ist auch ein Feld. Ja. Hier hinten ist ein Feld, genau. Aber hier drüben sind keine Felder. Ja, das wird wahrscheinlich am wenigsten mit beliefert. Vorerst, vorerst. Beste Strecke ist diese. Das kommt hier hin und von da aus kann es sofort in die Stadt. Und der Lieferweg in die Stadt, der ist halt nicht so weit. Da kann man auch mit normalen Wägelchen fahren. Dort, wo das eben hin muss. Und da gucken wir auch gleich mal nach. Und... nee. Die Industrie braucht das. Und die brauchen die Lebensmittel. Die Geschäftsgebäude. Und da die hier sehr eng stehen in der Mitte. Das ist ein guter Platz. Du musst mal da einstellen. Und das hier hin. Einmal drehen wir das Ganze. Zack. Und von hier. Da ist ein Steinbruch. Wo ist das Feld? Hier hin. Von dem Feld aus können wir eigentlich auch hier so runterfahren. So eine lange Strecke ist das gar nicht. Aber für den Zug ist das natürlich noch angenehmer. Setzen wir hier einen Zug hin. Erstmal einen Bahnhof. Natürlich ein Güterbahnhof. Ist dann aber natürlich ein Kopfbahnhof. Und den können wir ja ruhig ein bisschen kürzer halten. Ja, hier hatten wir es doch gerade so. Zack. Und der Güterbahnhof. Nüt, nüt. Und da ist das erste Flugzeug, meine lieben Freunde. Das erste Flugzeug. Da müssen wir dann auch mal irgendwann einen Flughafen bauen. Wenn wir zwei Städte gut ausgebaut haben,
glaube ich, auch erstmal das Praktischste. Habe ich noch ein bisschen was zu trinken, ja? Schöner Tee. Schön, schön. Ich glaube, da ist der Bahnhof dann angebrachter. Ich mache den jetzt erstmal so. Braucht natürlich auch erstmal einen Straßenanschluss. Und Schiene. Errungenschaft freigeschaltet. Metropole erreiche eine Stadt mit mindestens 1500 Einwohnern. Okay. Was ist das für eine Stadt hier? Müssen wir dann mal gleich schauen. Ah, ich wollte das so ein bisschen so gestalten, dass ich die Fabrik ja noch ein bisschen ausweiten kann. Ich weiß ja nicht, wo die sich ausweitet, in die Richtung oder in die Richtung. Das müssen wir da mal sehen. Und natürlich brauchen wir ja auch ein Depot. Anders funktioniert das Ganze nicht. Und das jetzige Depot steht mal im Wald. Zack. Straßenfahrzeugdepot gibt es ja hier. Und da ist das. Und da kaufen wir mal Nahrungsmittel. Muss der transportieren können. Schafft er ja auch. Der kann 5, 8, er kann 6. Immer den mal mit dem 8. 40 Stundenkilometer, 25, 20, 40. Und er kann Lebensmittel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alle zuweisen auf eine neue Linie. Die können wir jetzt meinetwegen schwarz machen. Von da. Nach da. Und die Linie heißt LKW. Hoppla. LKW 1. Oder LKW hier Brot. Ich nenne einfach mal Brot, ist leichter. Brot. Zack, Brot. LKW Brot Hilst. Der verkehrt jetzt da. Jetzt tun wir noch hier hingehen. Hat er mehr Newton hinter der Backe? Das ist der schon der Beste dann, ne? Der ist schon der Beste. Wagen. Güterwagen. Ist glaube ich der. Der, nee, der hier. Vieh kommt da rein und hier kommt Getreide. Getreide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf eine neue Linie. Das ist Zug 25. Zug 25. Getreide 4. Getreide 4 und geht von da nach hier oben. Zack. Und wie es weitergeht,
und wie die Strecke ausschaut, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, meine lieben Freunde. Bis dahin, ciao, ciao.